Hallo, ich bin Chris und wir spielen OpenTTD und gerade ist ein Bus kaputt gegangen. Letzte Folge haben wir eine Busverbindung von Frankfurt über Prag nach Muscat gebaut und außerdem haben wir dafür gesorgt, dass unsere Stadt hier Alkohol bekommt. So, Alkohol ist natürlich sehr wichtig, damit eine Stadt wachsen kann. Und vielleicht wollen wir auch noch ein bisschen mehr Alkohol in unsere Stadt reinbringen, weil diese Zugverbindung ist so ziemlich das, was uns gerade Geld bringt. Ich habe in der Zwischenzeit einmal unseren Lohn ein bisschen abgezahlt und wenn man schaut, ja, und ein einzelner Zug bringt uns etwa 30.000 Euro pro Monat. Die ganzen LKWs zusammen bringen nur 31.000 Euro. Um die Alkoholproduktion zu steigern, können wir nach Adamstown diese Vorräte liefern, die hier in dem Hafen hergestellt werden oder produziert werden. Dafür könnten wir eigentlich auch eine kleine Zugverbindung erstellen, die dann von hier unten, von diesem Hafen in Hangar nach Adamstown hochführt. Ich glaube, dafür brauchen wir gar kein so. Ja, die Strecke ist relativ kurz, sollte aber trotzdem vielleicht ein bisschen Gewinn abbringen, sodass wir in Zukunft auch gut weiter expandieren können. Ich werde das Ganze wieder in Zeitraffer bauen, und melde mich dann gleich wieder. So, die Strecke ist gebaut. Wir haben hier eine kleine Station, da oben eine kleine Station und nun einfach zwei Gleise, die sich hier hochschlängeln. Als nächstes bauen wir hier ein Depot. Hier oben, da fehlt sogar ein Gleis. Ja, ich denke, ein Depot reicht. Die Verbindung ist ja relativ kurz und dann brauchen wir Signale. Hier kommt ein Einwegpfadsignal hin. Hier kommt ein Pfadsignal hin, das von der Gegenseite Züge durchlässt. Hier kommen einfach Blocksignale hin. Hier auch. Und dann brauchen wir hier ein Einwegpfadsignal. Und hier brauchen wir diese Pfadsignale, die aus der Gegenrichtung Züge durchlassen. Gut, dann kommt Zug Nummer 2. Wenn wir genug Geld hätten, müssen wir kurz was leihen, kaufen den Zug, dann hängen wir ein paar Anhänger dran. Das werden wahrscheinlich gar nicht so viele sein müssen, weil die Strecke relativ kurz ist. Und hinten auch wieder eine Caboose oder ein Caboose. Wir rüsten das Ganze um auf Farm Supplies. Sagen, gehe hierher, gehe hierher, lade voll und gehe hierher, lade ab. Können wir das Ganze starten und auch das Ganze in eine Gruppe packen. Und ich sehe, wir haben unseren Alkoholtransport noch gar nicht benannt. Das machen wir doch auch ganz schnell. Alkohol von Adamstown nach Muscat. Kommt der rein. Und dann machen wir Farm Supplies von Hangar nach Adamstown. Da kommt Zug Nummer 2 rein. Gut, jetzt spulen wir mal vor. So. Und wenn wir uns jetzt diese Farm anschauen,
ist die Produktion aktuell normal. Und sobald dieser Zug ablädt, Gang-Ho-Produktion. 414 Tonnen. Das Problem wird sein, dass wir diese Menge hier rüber kriegen müssen und natürlich auch den Alkohol in unsere Stadt hineinbekommen, die aktuell jetzt bei 558 Einwohnern schon ist. Ich denke, erstmal reicht das, wenn wir ein paar Autos noch dazu kaufen. Später müssen wir uns dann überlegen, ob wir hier vielleicht auch einfach eine kurze Zugstrecke hinbauen. Ja. Aber ich denke, erstmal reicht das. Als nächstes bauen wir diese Strecke zweigleisig aus. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir das mit dem Bahnhof hier machen, weil hier ist schon relativ wenig Platz. Ja. Ich werde erstmal diese Station hier bauen, mir was für die Strecke überlegen und das Ganze wie immer in Zeitraffer. So, wie ihr sehen konntet, habe ich hier einfach da die Station erweitert, dort die Station auch erweitert und dann einfach die Strecke parallel lang geführt. Dafür musste ich hier auch ein bisschen die Küste aufschütten, aber jetzt haben wir hier auch zwei Strecken. Jetzt müssen wir noch die Signale aufbauen. Das machen wir wie immer. Hier kommt ein Einbahnfahrtsignal hin. Hier kommt diese zwei Wegepfadsignale rein und dann kommen hier diese ganz normalen Blocksignale die ganze Strecke entlang und auch hier die ganze Strecke entlang. Sollte es hier oben sein, dann können wir hier auch das ein Wegepfadsignal hinbauen und hier kommen auch die, wo man von der anderen Seite durchfahren kann, hin. Die Signale funktionieren so: die Pfadsignale sind dann grün, wenn der Zug zu einem sicheren Haltepunkt einen Weg finden kann. Ja, der Zug kommt, er weiß, dass er in diese Station will und dann sucht er sich einfach einen Weg über all diese möglichen Verbindungen her. Und wenn es so einen Weg gibt, dann wird das Signal grün. Diese einfachen Blocksignale, die sind dann grün, wenn der Abschnitt hinterher frei ist. Ne, hier ist rot, da ist grün. Bei dem Fahrtsignal ist es so, hier kann man nicht rückwärts durchfahren und bei den Fahrtsignalen ist die Fahrt von der Gegenseite möglich. Ja, wenn man jetzt hier guckt, man sieht es leicht, dass es rot ist. Jetzt kommt gleich der Zug und sobald er vorne dran ist, wird das ganz kurz grün. Jetzt ist es wieder rot. Die schalten nur um, wenn ein Zug wirklich direkt vorne dran steht. In jedem Depot ist übrigens ein einfaches Blocksignal. Das heißt, wenn jetzt da ein Zug drin ist, während der hier noch draußen ist, ist das rot. Jetzt ist er aus diesem Block ausgefahren. Er ist quasi hinter dem Signal. Das heißt, wenn jetzt da drin ein Zug starten möchte, dann kann er das. Ja, wir können das Ganze mal schnell probieren. Wir klonen. Ah, machen wir das einfach ein Stück. Wir klonen den Zug und zwar da unten. So. Und sobald der andere Zug da drin ist, machen wir grün. Ja. Und jetzt ist er raus. Das ist quasi hinten dran und sofort fährt der Zug hier los. Es gibt im OpenTTD-Wiki gibt es eine genaue Erklärung, wie die einzelnen Signale funktionieren. Es gibt noch Signale, die dann umschalten, wenn der nächste Abschnitt so frei ist, dass der Zug ausfahren kann. Aber das hier ist ja per se kein Tutorial. Wenn euch das interessiert, dann lest euch das durch. Ich bin bis jetzt immer weit genug gekommen mit
mit den Pfadsignalen und mit den Blocksignalen. Damit konnte ich bisher eigentlich alles erreichen, was ich wollte. Schauen wir mal unsere Produktion an. Wie viel Alkohol liegt hier rum? Wir haben 200.000 Liter. Ja. Ah, das passt. Das ist immer ein Zug da zum Laden. Und jede Zugfahrt bringt uns etwa 30.000 Euro ein. Was steht als nächstes an? Muscat ist inzwischen auf fast 560 Einwohner gewachsen. Und wir sehen, dass hier vor allem Passagiere und Mail, also Post, fehlen. Und in der Tat bringen wir gar keine Post vorbei. Das lässt sich ändern. Können wir mal schauen. Frankfurt hätte 44 Briefe zu versenden. Prag hat nur 3. Hier sind 14. Und hier sind 13. Na gut, dann richten wir einen Postservice ein, damit die Einwohner in Muscat auch Briefe empfangen können. Zuerst bauen wir einfach mal ein paar Stationen, wo unsere Trucks dann halten können. Ups, natürlich muss bei akzeptiert natürlich auch Mail drin stehen. Können vielleicht hier einbauen. Starten mal kleinen Postservice. Können eigentlich auch noch mal das Dieselauto nehmen. Es soll nach Prag und dann nach Muscat. Auch hier erstellen wir wieder eine Gruppe. Ich denke, wir könnten vielleicht noch ein zweites kaufen, aber viel mehr werden wir auch nicht benötigen, weil es hier ja nicht viel Post produziert wird. Dann Frankfurt Muscat auch hier wieder. Kaufen uns einen kleinen Laster, der soll nach Frankfurt dort vollladen und dann nach Muscat und dort die Post wieder abgeben. Man kann schon mal starten, stellen wieder die Gruppe. Anderen sind noch nicht einsortiert. Wenn euch das mal passiert, hier seht ihr, welches Fahrzeug ihr gerade anschaut, und das fährt nach Frankfurt. Das heißt, Fahrzeug 23 ist das nach Frankfurt muss, und die anderen beiden sind dann die für Prag. Jetzt machen wir das auch so, dass wir noch das Fahrzeug von Frankfurt ein paar Mal klonen. Ich denke, hier könnten wir ein paar mehr, könnten sich lohnen, da Frankfurt mehr Post produziert. Wir wollen keine Loks testen. Die Produktion scheint doch nicht so schnell voranzugehen. Ja, dann verkaufen wir das eine wieder. Ach, herrje. Die schreiben echt langsam Briefe. Nun gut, was macht Muscat? Muscat. Ja, es scheint immer noch einiges zu fehlen. Also können wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht auch von einer anderen Stadt etwas bringen. Zum Beispiel Baku hätte 200, fast 300 Passagiere und 43 Briefe zu versenden. Wir können auch in dieser Liste hier schauen, ob es noch größere Städte gibt. Es gibt Jerewan, aber das ist ja ganz schön weit. Ah, wobei es gar nicht so weit weg. Haben wir auch nur eine kleine Karte. Es gibt Baku, es gibt Kyoto. Das wäre eigentlich ganz interessant, weil wir könnten beide auf eine Strecke führen und dann mit dem Zug hier oben auch ankommen. Dann machen wir doch das. Wir können hier eine Station bauen und hier eine.
und dann werde ich einfach eine Strecke bauen, die hier oben auch endet. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich hier eine Station gebaut, dort eine Station gebaut und die dann beide verbunden mit unserem neu gebauten Bahnhof in Muscat. Wenn es interessiert, hier die Signale von dieser Kreuzung. Hier ist an jeder möglichen Einfahrt ein Pfadsignal. Das heißt, wenn der Zug kommt, schaut er, ob er sich einen Pfad reservieren kann. Geht das, schaltet das Signal auf grün. Zum Beispiel, wenn hier ein Zug steht, der nach da möchte und alles ist frei, dann kriegt er grün. Wenn hier ein Zug bereits durchfährt und jetzt hier ein anderer Zug auch in die Kreuzung einfahren möchte, dann kann er vielleicht den Pfad gerade nicht reservieren, weil hier ein Zug steht. Dann hat der Zug so lange grün, bis wieder so lange rot, bis natürlich wieder alles frei ist. So, dann bauen wir uns mal einen Zug. Das ist eine lange Strecke, den würde ich direkt auch nochmal klonen. Jetzt schauen wir, der kann rausfahren und wird gleich ins andere Gleis reinfahren. Und hier können wir auch einen neuen Zug uns kaufen. Wir können starten. Wir erstellen die Gruppe. Mail von Jerevan nach Muscat. Und der lädt auch schon voll. Wir müssen natürlich noch reinziehen. Wir können einmal klonen, dass wir genug Kapazität haben, um alles zu transportieren. Und dann kann auch schon der zweite direkt rausfahren. Ja, jetzt sehen wir hier, fährt er los, fährt langsam Richtung Muscat, fährt hier ein, geht ab, 34.000 Einnahmen, ja, das Geld kommt zu langsam rein und deswegen habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt, Geld zu machen ist nicht das Schwere eigentlich in OpenTTD, eigentlich ist es eher so ein Sandbox-Game, sobald man mal ein paar Züge am Laufen hat. Die Züge kommen jetzt regelmäßig an und bringen Passagiere und Post. Und Muscat wächst super. Hier wird gerade eine Kirche gebaut. Die nächste Ware, die wir brauchen, sind Waren. Und wo wir die herbekommen und wie wir die auch nach Muscat bringen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin und vielen Dank fürs Vorbeischauen.